Schaut, wie einfach das ist. Ich nehme die Pipette und klicke auf die Farbe, die ich ändern möchte. Jetzt kann ich die Farbe verändern, indem ich den Regler bewege. Das ist wirklich intuitiv und einfach. Dieses Werkzeug ist großartig. Es ist viel bequemer und präziser als das, was Lightroom oder Camera Raw vorher geboten haben. Schauen wir uns das Werkzeug genauer an. Es kann sowohl in Adobe Camera Raw als auch in Lightroom verwendet werden. Ihr findet es unter Farbmischer und klickt dann auf die Registerkarte Punkt Farbe. Ich mache alles rückgängig. Zuerst müsst ihr die Farbe auswählen, die ihr anpassen wollt. Dazu benutze ich die Pipette. Ich aktiviere die Pipette und klicke auf den Oberteil des Mädchens. Ich möchte die rote Farbe des Oberteils etwas abdunkeln und entsättigen. Jetzt erscheint ein Farbfeld und darunter drei Schieberegler: Farbton, Sättigung und Luminanz. Darunter befindet sich auch der Schieberegler Bereich, mit dem der ausgewählte Farbbereich angepasst werden kann. Rechts neben dem Farbbereich befindet sich der Schieberegler für die Helligkeit. Wenn ich diesen Schieberegler nach unten bewege, wird die ausgewählte Farbe dunkler. Wenn ich diesen Punkt im Feld nach rechts oder links verschiebe, verändere ich den Farbton. Durch Verschieben nach oben oder nach unten wird die Sättigung verändert. Alternativ können auch die Schieberegler hier unten genutzt werden. Zum Beispiel, ich reduziere die Sättigung. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es jedem, seine bevorzugte Methode der Farbanpassung zu wählen. Ihr könnt die Farbe visuell im Farbfeld anpassen oder die Schieberegler verwenden. Wenn ich also die Sättigung reduzieren möchte, bewege ich den Schieberegler nach unten oder hier oder nutze den Schieberegler hier. Ist es egal. Wenn wir im Photoshop die Farbe mit einer Farbton-Sättigungsebene anpassen, können wir den ausgewählten Bereich genau definieren. Dasselbe kann man nun auch in Lightroom oder Adobe Camera Raw machen. Wir haben hier drei Schieberegler. Wenn ihr diese Schieberegler nicht seht, dann klickt auf diesen Dreieck. So, wenn ich auf diesen Button klicke, wird der ausgewählte Bereich angezeigt. Wir sehen, dass nicht nur das Oberteil, sondern auch die Haut in diesem Bereich liegt. Das ist logisch, denn Hauttöne enthalten Rottöne. Ich möchte zum Beispiel den Hautton nicht ändern. Ich kann entweder eine Maske erstellen, und die Masken in Lightroom sind mittlerweile ziemlich gut, oder ich kann den Farbbereich anpassen. Mit dem Schieberegler Farbbereich können wir den Farbbereich verschieben, verkleinern oder vergrößern. Alles, was sich innerhalb dieses Rahmens befindet, gehört zum ausgewählten Farbbereich. Wenn ich den Rahmen verschiebe, verändere ich auch die Farbtöne, die in diesem Bereich liegen. Durch seitliches Ziehen kann ich den Farbbereich verkleinern oder vergrößern. Wenn ich den Bereich vergrößere, werden mehr Farben ausgewählt und wenn ich ihn verkleinere, werden logischerweise weniger Farben ausgewählt. In unserem Fall möchte ich den Bereich verkleinern und die Haut ist nicht mehr betroffen. Zusätzlich können wir den Sättigungs- und Luminanzbereich anpassen. Mit dem Sättigungsbereich kann ich zum Beispiel die Lippenfarbe aus dem ausgewählten Bereich ausschließen. Ich verschiebe diesen Rahmen einen Tick nach rechts. Jetzt möchte ich zum Beispiel die grüne Farbe anpassen. Ich deaktiviere die Maske, nehme die Pipette und klicke auf das Gras. Jetzt kann ich diese Farbe nach Belieben anpassen. Zum Beispiel möchte ich, dass alle Farben außer Gelb weniger gesättigt sind. Ich möchte Gelb als Fokusfarbe. Also reduziere ich die Sättigung der grünen Farbe. Dann wähle ich die blaue Farbe. Ich nehme die Pipette, klicke drauf und reduziere die Sättigung und dunkle ein bisschen ab.
Manche Korrekturen lassen sich einfacher mit Masken durchführen. Erstellen wir also eine Maske für den Hautton. Ich klicke auf den Button und dann auf Person 1. Schaut mal, der Hautton im Gesicht unterscheidet sich von Hautton am Körper. Ich wähle Körperhaut aus und klicke auf Erstellen. Hier haben wir auch die Möglichkeit, die Punktfarbe zu verwenden. Ich nehme die Pipette und klicke auf den Mittelton, zum Beispiel irgendwo hier. Jetzt füge ich ein bisschen mehr Gelb hinzu und erhöhe die Helligkeit. Schaut mal, das sieht schon besser aus. Dieses Werkzeug ist fast identisch mit der Farbtonsättigungsebene in Photoshop. Ich möchte es nicht mehr missen. Die Farbkorrektur in Lightroom ist jetzt einfacher, schneller und präziser geworden. Übrigens, wenn ihr mehr über die Farben erfahren möchtet, schaut euch das Video an. Und vergesst nicht, dass eure Likes und Kommentare mir dabei helfen, den Kanal weiterzuentwickeln und sind Balsam für meine Seele. Sie zeigen mir, dass euch gefällt, was ich hier mache und dass es nützlich ist. Abonniert den Kanal, um keine weiteren nützlichen Videos zu verpassen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss und möge die Kreativität mit euch sein.